Dani, wo geht's denn jetzt hin? Zu den Bären. Wir machen mal ein bisschen Touristlehrprogramm heute und sind unterwegs zum angeblich schönsten Wasserfall Rumäniens. Die Landschaft hier ist schon mal wirklich wunderschön und tatsächlich spielt das Wetter heute auch mal mit. Bisher hatten wir ja noch nicht so Glück. Aber schaut euch dieses Panorama an. Was die touristische Erschließung anbelangt, könnte man sicherlich noch ein bisschen mehr machen. Das ist eigentlich das einzige Schild, das auf diesen Wasserfall hinweist. Der Wasserfall befindet sich rechter Hand, hört man ja auch schon. Aber tatsächlich ist das auch der Eingang zu einem Nationalpark. Und wenn man sich die Natur anschaut im Hintergrund, dann weiß man auch, warum das ein Nationalpark ist. Erster Blick auf den Wasserfall. Riesig ist er nicht, aber wunderschön. Und auf so kleinen Treppen kann man nach unten gehen. Und das machen wir jetzt mal. Natürlich ist auch hier für mich nicht das Ende erreicht. Ist ja klar. Das ist mit einer Hand schwer. Das war ein schöner kleiner Ausflug, mal ein bisschen Natur, mal ein bisschen Touristenprogramm, wobei, also hier ist ja auch niemand, gell? Wir sind dann mal wieder unterwegs. Ich würde sagen, lasst das Abenteuer beginnen. Doch damit wären wir auch schon bei einem großen Problem. Campingplätze mit ihren offenen Mülltonnen in der Nähe der Bärengebiete bedeuten einfache Futterquellen für die Braunbären. Und unvernünftige Touristen mit mitgebrachten Leckereien tun einfach nur das Falsche. Ein gefütterter Bär ist ein toter Bär. Wir sind unterwegs auf der Transfagarasan, eine Panoramastraße, die die Karpaten durchquert. Wir sind auf der Suche nach Bären, die sich hier irgendwo verstecken müssen. Landschaftlich unschlagbar. Wieder einmal ein Traum in Grün und Blau. Bestimmt.
Die ersten Bären lassen nicht lange auf sich warten. Doch unverkennbar sind dies Bettelbären, die darauf hoffen, dass wir etwas aus den Fenstern werfen. Trotzdem bleibt dies eine erste beeindruckende Begegnung. Dani, wie war denn jetzt dein erster Bär? Voll süß. Die waren voll schön. Total. Und wie auch bei den Eseln gilt, seinen ersten Bären vergisst man nie. Wir suchen weiter. Ja. Ich weiß nicht, ob es läuft. Ja. Okay. Also das war jetzt ja schon wirklich ziemlich cool. Ich hätte ehrlich gesagt niemals damit gerechnet, dass wir wirklich Bären sehen. Wir fahren trotzdem mal weiter. Die Strecke ist interessant, kurvig. Und wir schauen mal, ob wir noch weitere Bären am Wegesrand sehen werden. Immer wieder legen wir einen kurzen Stopp mit dem Auto ein. Denn außer Bären gibt es hier noch so viel mehr zu sehen, wofür es sich lohnt, genauer hinzuschauen. Ist noch ein Bär. Pass auf, Dani. Wer ist denn ein Müdi? Der Bär. Der Bär ist ein Müdi. Und was für ein Müdi der ist. Okay, jetzt gehen wir. Vorne auf der Straße sind sie, kleine Bären. Nein, ich flippe aus. Du filmst, ich mach Fotos, okay? Ja. Fenster. Fenster, Dani. Oh nein, komm, ich flippe aus. Hörst du, was das für Geräusche macht? Kannst du ihn da machen, bitte? Wo ist denn der Große? Nicht, dass der. Bei mir. Genau das ist die Gefahr bei Bären. Da sie keine Einzelgänger sind, bedarf es keiner besonderen Verständigung mit Artgenossen, weshalb auch keine großartige Mimik erforderlich ist. Sie sehen immer irgendwie friedlich und niedlich aus. Die Kommunikation der Bären untereinander beschränkt sich im Wesentlichen auf Düfte und Kratzspuren an Bäumen. Wir möchten euch die Szene von eben noch einmal zeigen. Die Attacke kam wirklich wie aus dem Nichts. Oh fuck. Natürlich ist es auch so, dass die Bärenmutter ihre Babys verteidigen möchte. Und wenn sie sich dann vor einem aufrichtet, wow, ist das schon furchteinflößend. Denn eigentlich befindet sich zwischen ihr und uns lediglich eine zerbrechliche Fensterscheibe. Schaut der Mama doch einmal ins Gesicht, in ihre Augen. Erkennt ihr dort irgendeinen besonderen Ausdruck, eine Mimik, die euch etwas Bestimmtes sagen möchte? Wow! Als ein weiteres Auto kommt und die Bärenfamilie merkt, dass es bei uns nichts zu holen gibt, flüchtet die Mutter schließlich auf die Leitplanke und ihre Jungen auf einen Baum. Thank you.
doch bitte ein Video. Mach ich. Dani, bist du emotional angegriffen? Ja. Weil? Wir haben Mama mit 4 Babys gesehen. Oder? Ja, und das war dein Wunsch, gell? Aber ey Leute, plötzlich, die hat sich aufgerichtet gegen unsere Fensterscheibe. Ich habe gedacht, die knallt gleich unsere Fensterscheibe ein. Da sind wir dann doch lieber weiter. Aber das war wow, wirklich wow. Gänsehautmoment. Pur. Gerade habe ich gesagt, eigentlich brauchen wir keinen mehr sehen. Keinen Bären mehr. Wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten. Und zack, taucht da nochmal einer auf. Oh, der ist sabbert aus dem Mund. Wow. Hockt der einfach nochmal so direkt an der Straße. Ja, und jetzt fuhr da gerade einer mit dem Auto vorbei und hat dem Bären Futter hingeworfen. Und wir hatten im Vorfeld gelesen, dass man das eben nicht machen soll, denn jeder, wie heißt es, Dani? Ein von Mensch gefütterter Bär ist ein toter Bär. Ja. Und das ist eigentlich echt schade. Nun ja. Der kratzt sich. So, dann würde ich sagen, Bärenaktion erfolgreich beendet. Tschüss, Ursi. Nee, Ursuli. Ursi, Ursus, whatever. Urs ist ein Bär. Also heute sind wir bisher dem Unwetter entkommen, vorausgefahren oder wie immer auch. Also da hinten, da waren die Bären heute Morgen. Und wo wir jetzt hinwollen, zum Dracula-Schloss, da ist es deutlich, deutlich schöner. Und unser Auto ist noch immer dreckig wie nur was. Die Landschaft ist einfach unschlagbar. Ich habe noch nie so viel Grün und noch nie solche Grüntöne gesehen wie hier. Es ist fantastisch. Richtig Hunger auf einen geilen Hotdog. Und der sieht so aus. Das ist der dickste Hotdog, den ich in meinem Leben gesehen habe. Dani, hau mal rein. Wenn man den überhaupt essen kann. Das ist übrigens der Hotdog-Maker hier. Und? Sehr lecker, denke ich mir doch. Heute absolutes Super-Duri-Touristler-Programm. Draculas Schloss. Komplett überlaufen von Leuten. Nun ja, war nicht anders zu erwarten. Und schaut euch mal diese Leute hier an. Ja, kann man machen, muss man aber nicht, ne? Wenn ich sowas schon wieder sehe, möchte ich eigentlich drüber steigen, ne? Es ist einfach schwierig, wenn man anderes gewohnt ist, wenn man einfach überall hingehen darf, wo man möchte. Und hier ist alles abgesperrt. Das sogenannte Dracula-Schloss heißt in Wirklichkeit Schloss Bran und ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten Rumäniens. Mehr als 1 Million Besucher quetschen sich inzwischen jährlich durch die museumsartig hergerichteten Räume und Gänge. Und das, obwohl es keinen Beweis dafür gibt, dass Vlad der Pfähler, auf dem Bram Stokers Geschichte vom Grafen Dracula basiert, jemals hier gelebt hat. Der irische Schriftsteller war selbst auch nie hier gewesen, beschrieb Draculas Schloss in seinem Roman als auf einem Hügel thronend, unter dem ein Fluss fließt. Eine Ähnlichkeit, die viele sofort mit Schloss Bran in Verbindung bringen. Irgendjemand kam irgendwann auf die Idee, es deshalb Draculas Schloss zu nennen, um Besucher anzulocken und den Tourismus zu fördern. Eine Rechnung, die ganz offensichtlich aufging. Das ist ein bisschen wie in der großen Pyramide von Gizeh. Also Dani, ja. Wenn ich du wäre, komm, geh doch mal rein. Geh mal weiter rein, komm, eine Runde um den Tisch, eine Runde um den Tisch, komm. Immer diese Urbexer. Und natürlich verlassen wir den Ort so, wie wir gekommen sind. Also wenn da in der Ecke nicht eine Überwachungskamera wäre, würde ich jetzt instant einen dieser Helme aufsetzen. Verdammte Axt.
Vielleicht würde ich sogar die Ritterrüstung anziehen. Wir haben da gerade unten so ein paar Leute gesehen. Dani sagt, das gibt es bei uns in Deutschland auch. Verändere dein Wasser, verändere dein Leben. Was zur Hölle ist das? Schloss Bran war okay. Nicht mehr, nicht weniger. Kann man machen, muss man nicht. Am besten fanden wir die Ausstellung mit historischen Foltergeräten, für die man natürlich extra zahlen muss. Aber wenn man schon mal hier ist, nimmt man das halt mit. Genauso wie die neueste Attraktion, den sogenannten Time Tunnel. Jetzt geht es nach unten. Wir bewegen uns übrigens überhaupt nicht. Wir kommen jetzt wahrscheinlich gleich wieder da raus und rein. Schau. Geil. Der Zeittunnel erzählt angeblich die Geschichte des Schlosses Bran und seiner Bewohner im Rahmen einer multivisuellen Show. Doch im Endeffekt ist es nichts anderes als die Fahrt mit einem Aufzug und ein 40 Meter langer Gang. Viel Lärm um eigentlich nichts. Ich hoffe, da kommt keiner ansprungen. Sehr schön ist übrigens, wenn man hier die Media Player Playliste sieht. Macht aber nichts. Auch hierfür muss man extra zahlen. Umgerechnet ca. 6 Euro pro Person. Und auch wenn das nicht die Welt ist, ist es im Endeffekt nichts anderes als pure Abzocke. Das habe ich vorher auch gemacht. Wie es sich heutzutage gehört, kann man am Ende noch ein Foto von sich machen lassen. Und wie das dann weitergeht, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Dani, 30 Lei für den Time Tunnel, was meinst du? Zu viel Geld. Zu viel Geld. Aufzug war cool, ja. Aber gefühlt läuft man hier 10 Meter und dann wird man wie in Amerika in einen Giftshop geleitet, wo man sein tolles Bild auch kaufen kann. Also schön gemacht ist es schon. Das ist der Ausgang von dem Time Tunnel. Und dann nochmal einen Blick zurück auf das Schloss. Man beachte auch den absolut unglaublichen Himmel. Eben waren wir noch in einer von Touristen überrannten Sehenswürdigkeit. Jetzt holt uns das normale Leben wieder ein. Jo, rumänischer Alltag auf den Straßen. Dazu gehört der Besuch eines kleinen Volksfestes. Wir wollen ja auch etwas von der rumänischen Kultur kennenlernen. Wir haben einen Lost Place am Straßenrand gefunden. Leider ist der zu. Schauen wir uns den mal an. Ach nee, das ist unser heutiges Apartment. Wir sind, wie man erkennen kann, in Brasso. Und der Blick aus unserem Apartment, ich ziehe noch mal ein bisschen auf, ist der hier. Also, wir haben schon schönere Ausblicke gehabt. Das Apartment ist ein Buchungsfehler von, da ist Booking ein Buchungsfehler unterlaufen. Wir hatten eigentlich eines mit Balkon und Whirlpool Badewanne gebucht. Ja, nun ja, ist nicht so wild. Wir machen uns auch hier gemütlich. Dani ist hier auf der Couch und erholt sich von den Bären heute. Und da haben wir noch was nachzuliefern gleich. Kuckuck! Jo Leute, was für ein Tag. Heute ist ein echter Traum in Erfüllung gegangen, dadurch, dass wir die Bären gesehen haben und die Bärenmama mit den Jungen. Einfach der Hammer. Und da gibt's eigentlich nur eine Sache, die man drauf trinken kann. Ursus, das Karpatenbier. Halt, Moment.
Ein Ursus allein reicht nicht. Denn wir haben noch on top ein Bergenbier. Denn die Bären gibt es in den Bergen. Und darauf stoßen wir jetzt an. Zum Wohl. Und so weiter und so fort. Haut rein. Du mischst das? Es sah gerade ein bisschen aus, als hätte ich so durch die Nase getrunken. Aber ich glaube, habe ich nicht. Jetzt trink mal und lach nicht. Ach ja, was ich noch sagen wollte, Leute. Wenn man Ursus anschaut, dann ist hier tatsächlich ein Urs, ein Bär drauf. Und beim Bergenbier ist ein Berg drauf. Aha. Product Placement, by the way. So, wir trinken dann mal weiter. Tschaußen! Wir hoffen, dass wir euch mit diesem reinen Reisetouristentape einen kleinen Einblick in die Vielfalt Rumäniens bieten konnten. Aktuell sind wir an einem Ort unterwegs, an dem, soweit wir wissen, noch kein deutscher YouTuber vor uns war. Wo wir sind, gibt es kein Internet. Wir sind komplett abgeschnitten von der Welt.